Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Tabata Hot Push. Wir arbeiten heute mit Langhantelstange, aber so ein bisschen anders als sonst. Sonst trainieren wir immer eine Muskelgruppe. Jetzt machen wir zwei Muskelgruppen in einem Block. Das heißt vier verschiedene Übungen, 30 Sekunden Belastung, wie sonst beim Tabata in der Art auch. Und diese vier verschiedenen Übungen viermal hintereinander durch. Es ist so ein bisschen so eine andere Belastung, macht ganz viel Spaß. Schön, dass ihr dabei seid und ganz viel Spaß dabei. Schießen. Tabata Hot Push kennen eigentlich alle, glaube ich. Ne? Also wir arbeiten mit Langhantelstange, machen normales Warm-up auch mit Langhantelstange. Dann trainieren wir mal zwei Muskelgruppen gleichzeitig. Starten mit Beinen, Schulter, dann Brust, Bizeps, dann Trizeps, Rücken und hinterher nochmal Bauch. Aber immer 30 Sekunden Belastung und 15 Sekunden Pause. Also ein bisschen anders als sonst, ne? Gut, ich mach die Musik an und los geht's. Hochnehmen, Faszien, hinstellen, Bauch schon fest. Kreis die Schulter nach hinten, jetzt kreisen. Nochmal kreisen. Los geht's, Deadlift auf zwei. Jetzt langsam vorbeugen, langsam wieder aufrichten. Nochmal. Singles, jetzt. Vor, hoch, vor und hoch. Hoch. Stange noch bis zum Knie. Vier. Drei. Zwei. Auf zwei die Tiefen. Weiter runter jetzt. Runter. Runter. Hoch. Und hoch. Tief. Bauch schön fest. Rücken stabil. Immer wieder komplett aufrichten. Nochmal. Enges Rudern. Singles. Jetzt. Runter. Ran. Lang. Und hoch. Tief. Bauch. Knie. Hoch, tief, ran, lang, nochmal. Upright Row, Singles, die Elbow kommen. Hoch, Stange Richtung Brust. Hoch, tief. Viermal noch. Vier. Drei, genau, Hanteln sind eine Alternative. Zwei. Umbleiben, Elbow drehen, Stange hoch jetzt. Hoch, zum Kinn. Hoch, zum Kinn. Hoch, Elbow ein bisschen mehr zusammen. Viermal noch jetzt. Ja. Drei. Zwei. Und beim nächsten Mal Stange hinten ablegen. Auf zwei die Kniebeuge. Wenn ihr Handchen habt, fasst ihr die ganz locker auf. Das wäre okay. Tief. Zweimal. Noch auf zwei. Nochmal. Schneller. Singles jetzt. Tief. Hoch. Runter. Denkt dran. Spannt den Po schon an. Richtet euch komplett auf wieder. Vier. Drei, zwei, Longschuss rechts, die Singles. Hoch, runter, hinteres Knie Richtung Boden. Ja, vier, drei, zwei. Wir wechseln die Seiten jetzt. Hoch, gerade bleiben. Hoch, vier noch. Vier, drei. Zwei, nehmt das Bein vor, Kniebeuge Singles. Runter, hoch, komm. Muscheln runter, komm. Vier, drei, zwei. Oben bleiben, es geht. Hoch, vor, Ellbogen drehen, runter. Umgreifen, Deadlift Singles. Hoch. Und wir rudern nochmal die Singles. Tief, ran, lang. Hochkommen, runter, Knie, hoch. Nochmal. Zweimal auf drei, jetzt. Runter, dreimal ziehen. Eins, zwei. Drei Arme lang lassen, hochkommen. Nochmal. So. Bizep Curl jetzt. Hoch. Und die Elbow schön am Körper lassen. Hoch. Viermal noch. Vier. Drei. Zwei. Und lösen. Super. So. Das war das Warm-up. Block 1. Beine. Schulter. Erste Übung: Kniebeuge. Entweder Stange.
oder Hantel. Zweite Übung, Schulter, Hanteln oder freie Gewichte, Side Lift. Es geht hoch und tief, ich zeige es dann von der Seite. Dritte Übung, der Ausfallschritt, wenn möglich mit Stange, Variante natürlich Hanteln. In der einen Runde die eine Seite, in der anderen Runde die andere Seite. Und vierte Übung, Front Lift mit Hanteln, die Arme bis auf Schulterhöhe hoch. Okay? So, alle da? So, komm. Ah, ihr könnt aber mehr Gewichte nehmen. Ne? Guck, habe ich auch beinahe vergessen. Nehmt ruhig mehr Gewichte für die Beine. Wenn ihr gar nichts da habt, könnt ihr die Kniebeuge natürlich auch so machen. Ne? So, alle da? Los geht's, 30 Sekunden. Po nach hinten. Nicht die Knie nach außen. Komm. Wenn ihr eine Stange habt, drückt die bitte nicht an den Hals, sondern ganz locker hinten ablegen. Mehr. Runter. Hoch. Warte. Muscheln anspannen. Runter mit dem Potenzial. Wir wollen die Beine trainieren. Hoch. Letztes Mal. Stange einmal ablegen. Hand in die Hand nehmen. Oder freie Gewichte. Aufrichten. Side Lift. Alle jetzt. Ich zeig's von der Seite. Wichtig hierbei: Arme bleiben angewinkelt. Ellbogen. Nur bis auf Schulterhöhe. Tief. Und tief. Die Hände nicht so weit hoch. Mehr. Tief. Und tief. Genau, ihr entscheidet. Hanteln, Scheiben, Wasserflaschen, was auch immer. Tief. Super. Mehr noch? Stopp. Hanteln zur Seite. Ausfallschritt. Wenn möglich mit langen Hantelstange oder Zusatzgewicht. Bestens rechts. Und los geht's. 30 Sekunden. Knie Richtung Boden. Noch hier Zeit für eine Seite. Oberkörper aufgerichtet lassen. Hinteres Knie Richtung Boden. Runter. Weiter noch. Gerade bleiben. Komm, ein bisschen mehr Weg nach unten. Weiter runter. Super. Letztes Mal. Stopp. Stange ablegen. Hanteln dazu. Oder Gewichte, Wasserflaschen. Und los geht's. Front Lift. Aber bis auf Schulter nach vorne. Ich zeig's auch hier von der Seite. Wirklich nur bis auf Schulterhöhe. Achtet drauf, dass ihr nicht so eine Bewegung macht. Also nicht wippen. Wenn jemand sagt, boah, der Beine ist doof, der arbeitet im Wechsel. Bauchschulpress. Schulterhöhe. Tief. Weiter. Letztes Mal. Und stopp. Super, Runde 2. Kniebeuge. Ja. 30 Sekunden ab jetzt. Komm. Tief. Hoch. Bisschen weiter runter. Hoch. Anspannen, genau wenn ihr hochkommt. Gewicht ist auf den Fersen. Hoch. Runter, weiter. Rücken schön stabil, komm her. Hoch. Runter, hoch. Mehr. Ein bisschen mehr zurück. Der Oberkörper gleicht nur aus. Also es geht um die Beine hier. Mehr. Tief. Letztes Mal. Stopp. Gut. Oh. Side Lift. Hanteln im Aufrichten. Los geht's. Jetzt. Hoch. Tief. Tief. Arme. Maximal oder Ellbogen maximal bis auf Schulterhöhe. Mehr. Super weiter.
tief. Mehr. Ja, nicht die Schultern hochziehen. Auch hier könnt ihr natürlich im Wechsel arbeiten, wenn irgendwas nicht geht. Weiter. Stopp. Super. Ausfallschritt. Die Seite, die ihr gerade nicht hattet. Einmal kurz überlegen, welche das war. Los geht's. Jetzt. Knie Richtung Boden. Tief. Hoch, wenn irgendwas nicht geht. Genau, Melly kennt das. Tap durchführen. Ansonsten zeig es von der Seite. Hoch. Runter, weiter. Mehr. Hoch. Runter. Oberkörper aufgerichtet lassen. Runter. Mehr. Schiebt euch nicht nach vorne. Schiebt euch nach unten. Bisschen weiter runter, komm. Hoch. Letztes Mal. Stopp. Frontlift. Hanteln. Oder Wasserflaschen, was auch immer ihr habt, greifen. Hoch, tief. 30 Sekunden ab jetzt, alle. Nur bis auf Schulterhöhe. Es geht nicht so hoch. Nur bis auf Schulterhöhe. Super. Beine leicht gebeugt, Bauch fest, Oberkörper stabil. Tief. Mehr. Auch hier wieder Variante, mögliche Wechsel, wenn ihr sagt, es geht nicht. Tief, komm weiter. Letztes Mal. Stopp. Super. Runde 3. Kniebeuge. Und wir starten 30 Sekunden jetzt. Komm. Bisschen mehr Bewegung jetzt mal alle. Bitte, denkt an nicht den Oberkörper nur nach vorne, dann würden wir den Rücken trainieren. Wir wollen die Beine trainieren. Also der Oberkörper muss ausgleichen, ansonsten könnt ihr nicht stabil bleiben. Arme wirklich den Po zurück. Weiter runter, alle jetzt mal. So. Bisschen noch. Ja. Letztes Mal. Stopp. Stange zur Seite. Hand greifen. Schulter. Alle da? Zeitlift. Hoch. Tief. Nur bis auf Schulterhöhe die Ellbogen. Komm her. Nach oben noch mehr. Tief. Auch hier im Wechsel, wenn irgendwas nicht gehen sollte, glaube ich zwar nicht. Tief weiter. Mehr. Tief. Letztes Mal. Und stopp. Ausfallschritt. Die Seite, die ihr in der ersten Runde hattet. Vorbereiten. Stange oder eine genaue Balance halten. Los geht's. Knie Richtung Boden. Achtet drauf, dass die Füße nicht direkt hintereinander stehen. Sonst ist es schwierig, stabil zu bleiben. Genau, Variante Tag. So, beim nächsten Mal bleibt ihr unten mit dem Knie. Unten. Und ihr wippen. Unten. Oberkörper aufrichten. Weiter runter. Kommt ganz kurze kleine Bewegung. Unten. Mehr. Tief. Tief. Weiter runter. Bisschen wippen. Stopp. Gut. Frontlift. Hand in die Hand. Arme lang. Los geht's. Hoch. Komm, dritte Runde. Ah, maximal bis auf Schulterhöhe. Mehr. Bis auf Schulterhöhe. Weiter. Variante. Im Wechsel. Das kann nicht aufgeben. Beim Runterkommen nicht fallen lassen. Stopp. Super, alles noch einmal. Kniebeuge startet. Aber hier.
Los geht's! So runter. Und jetzt mal alle mehr nach unten mit dem Po. Gewicht ist auf den Fersen. Hoch. Weiter. Hoch. Beim nächsten Mal unten bleiben. Lass den Po unten. Oberkörper vor und wippt. Weiter runter. Das Gewicht ist auf den Fersen. Komm, wippen. Weiter. Weiter runter mit dem Po. Wippen. Komm. Mehr. Noch mehr. Stopp. Ha. Stange zur Seite. Schulter. Arme anwinkeln. Side lift. Komm, eine Runde noch. Tief. Super. Komm weiter. Maximal bis auf Schulter geht auch hier. So, auch hier beim nächsten Mal oben bleiben. Kurze Bewegung hier in der Endposition. Arme sind angewinkelt, Schultern runter. Handgelenke stabil, weiter. Stopp. Gut, Ausfallschritt. Die Seite, die ihr gerade nicht hattet. Vorbereiten. Und los geht's. Tief. Hoch. Wieder darauf achten, Füße nicht direkt hintereinander. Nach unten schieben. Variante Tap-Tap. Unten bleiben. Kurze, kleine Bewegung. Unten. Knie. Fast am Boden. Oberkörper aufrichten. Weiter runter. Kopf. Nicht nur halten, sondern wippen. Unten. Und weiter. Mehr. Weiter noch. Stopp. Super. So, einmal noch. Frontlift. Hand in die Hand. Oberkörper aufrichten. Arme bis auf Schulterhöhe. Jetzt alle. Tief. Nur bis auf Schulterhöhe. Auch hier drauf achten, nicht nach hinten kippen. Tief. Beim nächsten Mal oben bleiben. Stopp. Kurze kleine Bewegung hoch und tief. Oben. Zeig's von der Seite. Weiter, weiter, weiter. Kurze, kleine, komm. Na, nicht nur halten. Stopp, super. So, gut. Das war Beine, Schulter. Als nächstes, genau, Trinkpass, Brust, Bizeps. Meistens ein bisschen weniger Gewicht, als ihr für die Beine benötigt. So, trinken. Übung 1, wir starten mit der Brust. Hände zum Boden, wenn ihr einen Step habt, könnt ihr einen Step nehmen, ansonsten Hände zum Boden. Liegestütz. Tief, hoch, tief, hoch. Das ist Übung 1. Übung 2. Mit langer Handelstange, Bizep Curl, könnt ihr natürlich auch mit Handeln durchführen. Übung 3, Rückenlage, mit langer Handelstange oder natürlich Handeln, Chest Press, tief, hoch, tief. Übung 4, Power Curl, Quadra-Armmuskel und Schulter. Arme sind angewinkelt, ich zeig's von der Seite, hoch, tief. Könnt ihr natürlich auch mit Hanteln durchführen. Okay. Die vier Übungen viermal hintereinander durchführen. Alle da? Breitet euch auf die Liegestütz vor. Hände aufsetzen. 30 Sekunden, los geht's jetzt. Hoch. Hoch. Komm, mehr, weiter. Hoch. Weiter noch. Mehr und hoch. Ja,
ganzen Weg nur zum Kino absetzen, wenn es nicht anders geht. Stopp! Hochkommen! Bizep Curl! Entweder Langhaltestange oder Gewichte nehmen, Ellbogen ran, Oberkörper aufrichten. 30 Sekunden jetzt! Hoch, tief. Ellbogen schön am Körper. Hoch, tief. Und weiter. Hoch, tief. Na, achtet auch drauf, dass ihr nicht zurückkippt. Und wenn es nicht geht, nehmt die Schrittstelle und beide Beine gleichmäßig belasten. Und tief mehr. Tief. Nach oben. Weiter. Super. Komm, ein paar Sekunden noch. Nicht fallen lassen, dann runterkommen. Und stopp. Nächste Übung ist Chest Press. Rückenlage, wenn ihr den Step habt, nehmt den Step. Wenn nicht, legt euch so zum Boden. Hantel oder Langhantelstange. Hinlegen. Stange breit fassen und los geht's. Richtung Brustmitte, es geht runter. Hoch, hoch. Wenn ihr nicht stabil bleiben könnt, Füße lösen. Mehr. Runter. Hoch. Denkt an Bauch schön fest. Weiter. Mehr. Hoch. Super! Stopp! Hock up! Stange von hinten fassen oder die Hand nehmen, Arme anwinkeln. Zip Schulter. Power Curl! Hoch! Tief! Mehr! Ellbogen maximal bis auf Schulterhöhe. Weiter noch. Hoch! Tief! Ellbogen ein bisschen mehr ran. Tief. Weiter, weiter, komm. Super, mehr. Komm, keine Zeit verschenken. Ellbogen mehr ran. Letztes Mal. Und stopp, super. Zweite Runde Liegestütz startet. Ihr entscheidet, welche Variante. Vorbereitung. Und 30 Sekunden ab jetzt. Runter. Hoch. Tief. Wenn ihr sagt, es geht gar nicht, setzt die Knie auf. Hopp. Aber versucht das Bauch schön fest, Rücken stabil. Mehr. Weiter, weiter. Ganz weg. Komm, ein paar Sekunden noch. Und stopp. Gut. Bizep Curl. Hochkommen. Stange von hinten fassen oder die Hand leer. Und los geht's jetzt. Tief. Ellbogen schön am Körper lassen. Und tief. Noch mehr. Tief. Nach oben weiter. Auch hier bitte nicht wippen, also nicht sowas. Körper, Bauch fest. Auch hier Schrittstellung nehmen, wenn irgendwas nicht geht. Weiter. Nach oben, ganzer Weg. Und stopp. Rückenlage. Stange Richtung Brust. Könnt ihr auch mit Handchen durchführen. Hinlegen. Den Kopf ruhig liegen lassen. Los geht's jetzt. Hopp. Runter. Hoch. Weiter. Hoch. Tief. Und hoch. Ganzen Weg auskosten. Tief. Denkt bitte dran, wenn ihr das Gefühl habt, der Rücken kommt hoch, Füße lösen. Mehr. Runter. Hoch. Tief. Weiter. Und stopp! Super! Hochkommen! Stange von hinten fassen für den Power Curl! Oder Tantalum! Das heißt nochmal von der Seite Arme anwinkeln. 30 Sekunden jetzt! Hoch! Tief! Tief! Noch mehr!
hinteren Ellbogen so ein bisschen mehr zusammendrücken. Auch hier drauf achten, nicht zurückkippen. Stabil bleiben, eventuell die Schrittstellung nehmen. Nicht zu sehr hoch mit den Ellbogen. Hoch und dann wieder runter. Hoch. Super. Letztes Mal und stopp. Dritte Runde. Liegestütz startet. Vorbereiten. 5 Sekunden habt ihr noch. Oh, das geht los. Nur wenn es nicht geht, Knie aufsetzen. Ihr entscheidet, was ihr durchführen könnt. Schön runter. Hopp. Bauch festlassen. Und hopp. Und weiter. Komm, 5 Sekunden nur noch. Stopp. Gut, super. Hochkommen. Bizeps Curl. Schultern zurück. Los geht's. Hoch. Tief. Mehr. Tief. Nach oben. Weiter. Immer schön am Körper lassen. Weiter. Tief. Super. Schaff noch mehr. Denkt dran, wenn ihr runterkommt, niemals die Arme hängen lassen. Also so ein bisschen Grundspannung. Ist immer noch da. Letztes Mal. Stopp. Chest Press. Rückenlage. Und los geht's jetzt. Hopp. Runter. Bleib fest. So. Gleich ein bisschen weiteratmen. Hoch. Auch hier wieder dran denken. Füße lösen, wenn ihm das nicht geht. Mehr. Hoch. Stopp. Super. Komm, hochkommen. Stange von hinten fassen. Arme anwinkeln, Ellbogen ran. Los geht's. Power Curl. Tief. Oh, tief, komm weiter. Mehr. Tief. Super. Auch hier, denkt bitte dran, nicht zurückkippen. Es ist immer besser, man nimmt die Schrittstellung, kann man ein bisschen stabiler bleiben. 10 Sekunden nur noch. Ganz im Weg, komm. Hoch. Tief. Letztes Mal. Und stopp. Super. So. Vierte Runde. Alles noch einmal. Liegestütz vorbereiten. Alle da? Und los geht's. Jetzt 30 Sekunden. Tief. Hoch. Wenn ihr nicht stabil bleiben könnt, Knie aufsetzen. Und wenn ihr sagt, den Weg kann ich nicht ganz so weit durchführen, kleiner, denkt aber dran, die Liegestütze müsst ihr danach nicht nochmal machen. Unten bleiben, kurze, kleine Bewegung, unten, komm. Unten. 4, 3, 2, lösen. Gut, hochkommen. Bizeps Curl. Stange hochnehmen. Von hinten fassen. Schultern zurück. 30 Sekunden ab jetzt. Tief. Hoch. Weiter, weiter. Ganze Weh. Komm, auch den müsst ihr danach nicht nochmal machen. Ganze Weh. Mehr. Und beim nächsten Mal auch hier in der Mitte bleiben. Ganz kurze, kleine Bewegung durchführen. Ellbogen schön am Körper. Mehr. Stopp. Chest Press.
Einmal noch. Rückenlage. Und los geht's. Tschüss. Hopp, auch hier kommt. Letzte Runde Chest Press. Tief. Hoch. Super, weiter. Beim nächsten Mal unten bleiben, auch hier, wie bei den anderen Übungen, auch ganz weit unten, kurze kleine Bewegungen durchführen. Mehr. Stopp. Super, hochkommen. Eine Übung noch, sonst eine kurze Trinkpause. Stange von hinten fassen oder Hand immer zunehmen. Schulter, Bizeps. Mehr. Hoch. Und weiter. Achte drauf, dass sie nicht zurückkippt. Ebon, ein bisschen mehr ran. Hoch. Tief. Und nächstes Mal. Hier bleiben. Kurze, kleine Bewegung. Komm. Ganz kurze, kleine. Stopp. Super. Gut. Okay, gut. Ihr dürft kurz was trinken. Ich mach das auch und dann erkläre ich euch die nächsten Übungen. So. Rücken, Trizep. Wer eine lange Handelstange hat, darf mehr Gewichte nehmen. Wer verschiedene Größen von Hanteln hat, kann natürlich auch da mehr Gewicht nehmen. Steck mal gerade um und dann erkläre ich die vier Übungen. Wir starten mit dem Rücken. Und zwar, schwupps, fasst ihr die Stange breit oder einfach die Hanteln, Arme ein bisschen mehr auseinander, nehmen, Po zurück. Stange ist auf Kniehöhe, Oberkörper ist vorne und dann nur die Bewegung zum Bauch, zum Knie, ran, lang, Bauch, Knie. Den restlichen Körper wie eingefroren lassen. Übung 2. Ihr nehmt Hantel, Ellbogen hoch, Oberkörper vor, Arme strecken, anlegen. Varianten hebe ich, wenn was nicht geht. Übung 3. Der Rücken, Stange. Bisschen enger fassen als eben von der Griffposition so, dass sie die Beine von außen berühren. Clean and Press, Ellbogen drehen, Stange hochdrücken, runter, Ellbogen drehen, zurück. Übung 4, hintere Armmuskeln, Hantel oder irgendwas Schweres dazu nehmen, Arme hoch, nach hinten, absinken lassen, hoch, tief, hoch, okay? So. Ich würde sagen, wir starten. Rücken, Trizeps. Stange breit fassen oder Arme weit auseinandernehmen, wenn ihr Hand hinab vorbeugen. Los geht's. Bauch, Knie. Ich zeig das von der Seite. Achtet drauf, ganz wichtig. Ellbogen zurückziehen, die Schulterblätter kommen ganz bewusst zusammen. Tief, hoch, tief. Bauch, Knie. Rücken stabil, Bauch fest. Tief, tief, mehr noch, tief. Und stopp, Arme lang, Oberkörper vor, Übung 2, Trizeps, dreht euch, Ellbogen hoch, nah am Körper, los geht's, tief, strecken, ran, lang, ran, tief. Wenn ihr sagt, beide gleichzeitig ist schwierig, arbeitet ihr im Wechsel. Auch das wäre okay. Weiter. Mehr. Komm, Ellbogen schon oben lassen, Oberkörper vor. Tief. Mehr noch. Tief. Und stopp. Super. So, Stange nehmen. Clean and Press, das könnt ihr natürlich auch
Mit Handschellen machen. Aufrichten. Fest. Und los geht's. Umsetzen. Hoch. Ellbogen. Zurück. Hoch. Und rennen weiter. Ihr macht weiter. Mein Mikro ist verrutscht. Noch mehr. Super. Mehr. Mit Kraft. Ich hoffe, streng dich ein bisschen an, auch zu Hause. Einmal noch. Stopp. Super. Trizeps. Flüchte nehmen. Hoch. Eben ran. Tief. Hoch. Ich zeig's von der Seite. Achtet darauf, dass ihr nicht zurückkippt. Wenn ihr das Gefühl habt, boah, nee, das geht nicht, nehmt die Schrittstellung. Tief. Hoch. Weiter. Mehr. Tief. Hoch. Bisschen acker. Bauch fest, gleichmäßig weiteratmen. Und stopp. Super. Zweite Runde. Rücken. Wir nehmen die Stange, fasst sie breit. Oder Handschellen. Arme weit auseinander. Vorbeugen. Ran. Lang. Schulterblätter bewusst zusammen. Restlichen Körper wie eingefroren lassen. Ich zeig's immer von der Seite. Rücken stabil. Komm. Stange wirklich zum Bauchnabel, wenn ihr die habt. Mehr. Weiche Bewegungen. Ran. Lang. Mehr. Super. Weiter noch. Komm. Lang. Stopp. Gut. Trizeps. Handschellen nehmen. Wasserflasche, was auch immer. Ich drehe mich seitlich, dann könnt ihr es ein bisschen besser sehen. Am besten ein Bein vor, ein Bein zurück. Ellbogen hoch. Lang. Vor. Hoch. Und wenn das nicht geht, im Wechsel arbeiten. Mehr. Tief. Weiter, weiter noch. Noch mehr. Super. Dann lass mal ein bisschen anstrengen. Hinterarmmuskel. Und ruhig ein bisschen trainieren. Zweite Runde erst. Stopp. Super. So. Clean and press. Mit Stange, aber auch mit Handschellen möglich. Aufrichten. Bisschen breiter stehen. Los geht's jetzt. Hopp. Zack. Hopp. Super. Hopp. Versuch den Oberkörper nicht zu sehr nach vorne fallen zu lassen. Rück. Bisschen nach vorne. Stopp. Gut. Trizeps. Gewichte nehmen. Arme hoch. Ellbogen ran. Tief. Hoch. Tief. Alle jetzt. Bitte drauf achten. Nicht nach hinten kippen. Auch hier kann man gut die Schrittstellung nehmen. Ihr entscheidet, wie ihr ein Gewicht nehmt. Wenn es zu leicht ist, ruhig noch ein bisschen mehr. Hoch. Runter. Nur schön am Kopf lassen. Mehr. Tief. Hoch. Super, weiter. Stopp. Runde 3. Breites Rudern. Bauch fest. Oberkörper vor. Und 30 Sekunden jetzt. Ran. Fest. Mehr noch. Ja. Denkt dran, das Gewicht ist auf den Fersen. Der Oberkörper ist vorne. Kontrollierte Bewegungen. Lang. Komm, 10 Sekunden noch.
Run. Noch mehr. Stopp. Gut. Trizeps, Hinterarmmuskel. Oben hoch, komm. Keine Müdigkeit. Vorletzte Runde. Tief. Hoch. Tief, Ellbogen schön am Körper lassen. Aber hochziehen, strecken. An den Oberkörper vor. Lasst die Ellbogen oben. Macht es euch nicht so leicht. Hoch. Tief. Hoch. Und weiter, komm. Wenn es gar nicht geht, arbeitet im Wechsel. Hoch, tief. Bisschen noch. Mehr. Letztes Mal. Und stopp. Super. Clean und press. Langhantelstange oder halt Hantel. Absolut okay. Hochnehmen. Fest durchatmen. Los geht's, 30 Sekunden ab jetzt. Umsetzen. Hoch. Rück, weiter, komm. Hoch. Zurück, mehr. Rück, den Oberkörper nicht nach vorne fallen lassen. Und immer kontrolliert bleiben. Komm. Mehr. Hoch. Weiter. Rück, letztes Mal. Stopp! Trizeps! Hantel in die Hand. Arme hoch, Ellbogen ran. Los geht's jetzt. Tief. Runter. Mehr. Tief. Hoch. Super. Weiter. Mehr noch. Tief. Hoch. Sehr gut. Ganzen Weg kann. Auch hier nicht nach hinten kippen. Und noch weiter. Tief. Hoch. Letztes Mal. So, super. Komm, alles. Noch einmal. Und dann haben wir nur noch den Bauch sogar. Schön breit fassen. Oberkörper vorbeugen. Los geht's. 30 Sekunden jetzt. Tief. Tief. Ja. Rest den Körper wie eingefroren lassen. Komm. Und beim nächsten Mal oben bleiben hier. Kurze kleine Bewegung. Ganz weit oben. Schulterblätter schön zusammen. Weiter die kurzen. Komm. 5 Sekunden noch. Stopp! Stange ablegen. Trizeps. Vorbeugen. Ellbogen hoch. Los geht's! Auch hier, die Übung müsst ihr danach nicht nochmal machen. Tief. Weiter. Noch mehr. Tief. Oberkörper vor Ellbogen weiter hoch. So, beim nächsten Mal oben bleiben. Hier, kurze kleine Bewegung in der Endposition. Oben, komm. Oben, weiter. Mehr. Ganz kurze. Stopp. Super. So, vorletzte Übung. Clean and press. Nimm die Stange. Stopp. Los geht's. Ach, die Übung müsst ihr dann eigentlich nochmal machen. Zurück, weiter. Und mehr. Und mehr. Kontrolliert, komm, Halbzeit, mehr. Rück. Letztes Mal. Stopp. Gut. Komm, eine Übung nach. Habt ihr eine kurze Trinkpause? Arme hoch. Los geht's jetzt. Arme anwinkeln. Übung schön am Kopf lassen. Hoch. Runter. Hoch. Weiter.
Und beim nächsten Mal unten bleiben. Hier, kurze, kleine. Übung schön mal zum Kopf. Weiter. Mehr. Kurz. Kurz. Mehr. Und stopp. Super. Gut. Okay. Alles in Ordnung? Ja, ne? Gut, das sind drei Blöcke, habt ihr schon geschafft. Eine Muskelgruppe, die aber noch nicht trainiert, das ist der Bauch. Da machen wir aber nicht vier Runden von. Jetzt haben wir immer bei zwei Muskelgruppen vier Runden. Also machen wir bei einer Muskelgruppe jetzt zwei Runden. Und zwar, kommen wir mal zum Boden. Ich erkläre euch die Übungen. Wir brauchen nur die Matte und Handschuhe. Ich trinke kurz was und dann geht's los. So. Ich sag die Übung, ihr dürft noch ein bisschen euch ausruhen. Übung 1. Seitstütz. Knie, Ellbogen, Hüfte runter. Tief, hoch, tief, hoch. Übung 2. Ran, weg. Ran, weg. Mit Handeln. Übung 3. Seitstütz. Andere Seite. Übung 4. Hinlegen, Arme und Beine im Wechsel, ein bisschen wegschieben, wenn es nicht geht, Arme halten, wenn es gut geht, beide Beine, beide Arme wegschieben, okay? So, die vier Übungen machen wir zweimal hintereinander und dann habt ihr es fast geschafft für heute. So. Los geht's, Seitstütz vorbereiten. Los geht's. Tief. Hoch. Hoch. Variante, wenn ihr sagt, boah, das geht gar nicht, macht den Seitstütz so. Oder Beine anwinkeln. Hoch. Also kein und gar nichts zu machen. Irgendeine Variante geht immer. Mehr nach. Hoch. Stopp! Super! Bitte setzt euch. Greift euch die Hand an. Vor, rück, vor, rück, vor, rück, vor, rück. Wenn es nicht geht, ohne Hand in der Arbeit. Und wenn ihr sagt, Füße lösen ist doof, hier. Okay, aber es sind immer nur 30 Sekunden, also versucht es. Weg, Bauch, fest. Komm weiter. Super weiter, komm. Stopp. Seitschütz, andere Seite. Dreht euch. Bauch fest. Los geht's, jetzt. Knie, Ellbogen zusammen. Hüfte zusammen. Tief. Hoch. Noch mehr. Hoch. Genau, denkt an die Variante. Und wenn es nicht geht, könnt ihr entweder oben einarbeiten oder Beine anwinkeln. Bei Problemen mit der Schulter hinlegen. Ja. Hoch. Tief. Auch das wäre okay. Stopp! Super! Rückenlage! Handchen in die Hand! Arme hoch! Beine hoch! Beine im Wechsel wegschieben, die Arme, wenn möglich, mit dazu nehmen. Wenn es gut geht, beide Beine, beide Arme mitnehmen. Und wenn es nicht geht, mit einem langen Bein winkelt die. Auch das wäre okay. Gleichmäßig weiter, mit Bauch schön fest. Und stopp, super. So, das war der erste Block, zweite Block, Seitstütz. Die Seite, die ihr eben in der ersten Runde auch hattet. Also vier Übungen nur noch,
Vorbereite. Los geht's. Runter. Hoch. Tief. Hoch. Mehr. Tief. Hoch. Super, weiter nach. Komm. An die Variante denken. Also, ne? Ein paar Sekunden noch. Mehr. Stopp. Gut. Setzt euch. Greift euch die Handschuhe. Löst die Füße. Schultern dran, der Bauch fest. Los geht's jetzt. Rück. Rück. Weiter. Mehr noch. Variante, ohne Handeln, wenn ihr sagt, mir geht nicht so gut. Oder Füße runter. Auch das wäre okay. Ran. Weg. Weg. Noch mehr, komm. Stopp, zwei Übungen noch. Seitstütz, die Seite, die ihr gerade nicht hattet. Einmal kurz überlegen, welches war. Vorbereiten und los geht's, jetzt, komm. Vorletzte Übung. Weiter, weiter. Stopp! Gut! Rückenlage! Letzte Übung für heute! Hinlegen! Arme hoch! Wenn möglich, Handeln dazu, Beine hoch! Und los geht's! Arme nach hinten, Beine entweder im Wechsel zurück oder beide. Bitte denkt an euren Rücken. Bleibt stabil. Super, weiter. Komm, noch mehr, noch mehr. 10 Sekunden nur noch. Und stopp. Perfekt, super. Gut, zieht die Knie mal ran. Macht euch ganz klein. Und kippt mal so ein bisschen zur Seite, mal nach rechts, mal nach links. Sondern holt mal so ein bisschen Schwung, kommt hoch. Wir dehnen im Stehen. Ich glaube, das ist besser, dann sehe ich auch wieder alle. Trinkt erst was. Schulterhock, alles okay, geht's euch gut? Sehr gut. I used to try hard, didn't feel right. Like it's all a race for the spotlight. Wir dehnen. Everybody's talking. Das Bein zurück. Oberkörper vor. Brust öffnen. Schulter runter. Hintere Ferse bewusst in den Boden drücken. Everybody's talking, talking. But are we really talking, talking? And I got something new spinning in my head. Zusammen. Hinteren Fuß lösen, Gewicht aufs vordere Bein verlagern. Standbein stabil. Becken vor. Das Bein, was ihr oben habt, kommt vor. Ferse aufsetzen, Zehenspitze ran. Po zurück. Und rüberziehen. Lösen. Lasst das Bein vorne, hier nur den ganzen Fuß aufsetzen. Großer Schritt. Ferse in den Boden. Wir wollen den vorderen Armmuskel mit den, also Arme zur Seite, Daumen runter, Hand in Flächen hinten. Halt. Arme runter, auch hier hinteren Fuß lösen, Gewicht aufs vordere Bein verlagern. Fassen. Ranziehen, Becken vor. Das
Das Bein, was ihr oben habt, kommt vor. Ferse aufsetzen, Zehenspitze ran. Wo nach hinten und hier. Rüberziehen. Super. Stehen. Wir dehnen den hinteren Armmuskel. Ich drehe mich mal, könnt ihr besser sehen. Ein Arm hoch. Anwinkeln, Hand zwischen die Schulterblätter, andere Hand fast. Wechsel, andere Seite. Nehmt die Arme auf Schulter, dann nach hinten. Hände hinter den Rücken fassen, nochmal richtig schön zurückziehen. Beine ein bisschen weiter öffnen. Po nach hinten, Oberkörper vor. Hände auf die Oberschenkel, oberhalb vom Knie einrollen einmal. Und es geht in die Gegenbewegung, zur Dehnung der Bauchmuskulatur. Noch einmal einrollen, Kinn zur Brust, Bauchnabel zur Wirbelsäule. Schulterblätter auseinander. Letztes Mal die Gegenbewegung. Lass dich nach vorne fallen, ein bisschen auspendeln. Kommt langsam hoch. Beine mehr schließen. Kopf zur einer Seite absinken lassen, die andere Schulter zieht runter. Wechsel, andere Seite. Schultern locker. Beine locker. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und wir werden uns auf jeden Fall die Tage wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Tschüss.